herzlich willkommen zum Trainingstuesday aus Nordkirchen. Heute geht es ums Putten und zwar ums Breaklesen. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr anfangen könnt, im Training das Breaklesen zu erlernen. Ihr habt einen 3-Meter-Putt hier, ihr habt euch den abgesteckt, mit einem Break bei mir hier von rechts nach links. Ich richte mich jetzt mittig auf das Loch aus und versuche jetzt mit meiner Geschwindigkeit, die ich für 3 Meter habe, das sind bei mir 20 cm Ausholbewegung, diesen Putt nun zu spielen. Ich hole 20 cm aus und lasse den Putt laufen. Und der läuft jetzt auf der linken Seite vorbei. Und der Punkt, wo der Ball vorbei lief, das addiert ihr nun bei eurem nächsten Ball auf der rechten Seite hinzu. Macht nun wieder ganz normal eure Vorbereitung, eure Ausrichtung und versucht nun wieder, wenn ihr euch richtig ausgerichtet habt, eure Ausholbewegung für den 3-Meter-Putt zu spielen. Und dann geht der Ball ins Loch. Der dritte Ball geht ihr jetzt nach unten und schaut euch das an, ob ihr das so sehen würdet. Und seht jetzt eine Linie und versucht nun herauszufinden, beim dritten wieder, habt wieder euren Punkt, habt wieder eure Ansprechposition und ihr spielt nun wieder eure 3-Meter-Putt. Jetzt war ein bisschen zu wenig angehalten, da ist er unten vorbeigelaufen. Und so wäre es für euch jetzt gut, wenn ihr mit dem Breaklesen beginnen möchtet. Nehmt euch 3 Bälle, spielt den ersten Ball immer Mitteloch, addiert dann das auf der anderen Seite dazu und spielt die nächsten beiden Bälle mit dem dazu addierten Break und versucht die Geschwindigkeit so zu halten, damit eure Bälle wieder fallen. Nun zeige ich euch das nochmal auf 6 Metern. So, kommen wir nun zum 6-Meter-Putt. Auch hier richtet ihr euch nun wieder mittig auf das Loch aus und spielt die Ausholänge für euren 6-Meter-Putt. Das sind nun bei mir 30 cm. Und der Ball läuft jetzt auf der linken Seite wieder am Loch vorbei. Und das, was er links am Loch vorbeigelaufen ist, das addiere ich auf der rechten Seite hinzu. Und spiele nun wieder die Ausholänge für den 6-Meter-Putt. Und dann geht der Ball ins Loch. Nun den letzten. Schaut ihr euch wieder von unten an, ob ihr das auch genauso gesehen hättet. Und versucht euch nur noch mal genauso darauf auszurichten. Und spielt dann wieder nur eure Ausholbewegung für den 6-Meter-Putt. Und wenn ihr das so trainiert, wird es euch in Zukunft auch gelingen, die Breaks besser zu lesen. Als erstes wird es wichtig sein, dass ihr die Länge deutlich besser kontrollieren könnt, also dass ihr immer etwa mit einer Geschwindigkeit puttet. Wenn ihr das so trainiert habt, könnt ihr es auch mit 2 Bällen machen, einen mittig und einen dann so spielen. Und am Schluss nehmt ihr nur noch einen Ball und versucht immer, die Breaks dann so zu erkennen. Viel Spaß beim Üben und bis bald, euer Matthias.